Ich findet ihr Interviews so? Keine Ahnung. Also mein persönliches Highlight 2011 war auf jeden Fall der Auftritt bei Inas Nacht in der ARD vor ungefähr 2 Millionen Zuschauern. Das war eine ziemlich große Sache und hat uns in den Amazon-Charts ziemlich nach oben gehievt und hat viel positive Resonanz nach sich gezogen. Und sich so im Fernsehen zu sehen, war auf jeden Fall auch mal eine ganz coole Aktion. Und solange es für ihn noch Hoffnung gibt, singst du jede Nacht dieses Lied. Wir haben auf jeden Fall eine Serbien-Tour, genau. Ohne Scheiß. Und ansonsten werden wir einfach verdammt viel unterwegs sein. Also ja, es gibt eine kleine Deutschland-Tour jetzt gleich am Anfang. Also im März, April wird es ungefähr 15 Termine geben, quer durch Deutschland. Genau, das ist so das erste Konkrete, was ansteht. Egal, ob regnet oder schneit, man legt uns am Blatt auf. Yeah, denn dann kommt die Sonne blau. Ja, dann geht die Sonne. Ich würde sagen, wir hören alle recht unterschiedliche Musik. Also so Jakob beispielsweise eher so Richtung Jazz, Falk noch am ehesten im Hip-Hop, Michelle viel auch so souliges Zeug, jazziges Zeug auch ein bisschen. Juri und ich vielleicht noch ein bisschen mehr rockigere Sachen. Also das ist so quer durch den musikalischen Gemüsegarten sozusagen. Klingt jetzt total schwülzig, aber so Vibes und so. Weißt du, also jetzt nicht so der und der Film, also vielleicht schon der und der Film, aber weil er eine bestimmte Stimmung hat, irgendwie ein bestimmter so ein Lifestyle und so. Viel Spaß mit Los und Menschen sind wie Lieder. Los, lass uns los, lass uns los. Einfach der Sonne entgegen. Das ist ein positives Lied für all die positiven Momente, von denen man dich wünscht. Bitte geht nie mehr zu Ende. Yo, ihr wisst, wovon wir reden. Momente, bei denen man so weit geschehen, oft die bleiben für immer bestehen. Manchmal sind es nur Bilder, manchmal sind es nur Szenen, aus denen dann Stück für Stück ganze Filme entstehen. So realitätsnah, das kann keiner drehen, außer das Leben selbst. Du schwälst für täglich im Durchgehen. Ohne Furcht sehen wir diesem Leben entgegen. Weil wir wissen, uns werden noch so viele Themen begehen, die uns so motivieren, die uns formen und prägen. Die im Kopf hängen bleiben, so wie Normen und Regeln. Stell dir vor, du sitzt im Auto, drehst das Radio laut, fährst der Sonne entgegen, neben dir deine Frau. Die hat kein Ziel, doch im Mist, die kommt schon irgendwann an. Ist doch scheißegal, wo lang, Hauptsache zusammen. Los, lass uns los, lass uns los. Einfach der Sonne entgegen. Los, lass uns los, lass uns los. Lass uns los, nicht überleben. Und wenn du auch diese Momente liebst und lieber feilst mit Zäunen darüber, dass du keine Rettung kriegst, dann ist es auch für dich und alle, die es auch so sehen, die lieber bei uns gehen, statt Ärger mit nach Hause zu nehmen. Ja, so ein Leben ohne Widerstand ist so langweilig und öde wie ein Film mit Janet Biedermann. Ey, und Alter, guck dir die mal an, die ist der Wahnsinn, sprich sie an, so eine Chance kommt nie wieder, Mann. Ja, nur wer sein Leben genießen kann, später der Gast auch im allergrößten Nebenverkehr. Komm aus dem Arsch und drück mal auf die Hupe, komm mal raus aus dem Selbst und vor allem aus deiner Bude. Los, lass uns los, lass uns los, einfach der Sonne entgegen. Los, lass uns los, lass uns los. Was schon uns heute noch passiert.
lass uns sein.